Hallo und willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute mal ein etwas anderes Video, und zwar kam die Firma Ultenic auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich ihre neue Heißluftfritteuse K20 gerne auf meinen Kanal vorstellen möchte. Dies wollte ich gerne machen und ja, daher hat die Firma Ultenic mir die Fritteuse kostenlos zur Verfügung gestellt. Daher blende ich jetzt auch oben links das Werbungssymbol ein. Des Weiteren werde ich für dieses Video aber nicht bezahlt und werde auch meine ehrliche Meinung zu dieser Fritteuse euch erzählen. Ja, packen wir mal gemeinsam aus und schauen uns das an. Also es handelt sich um eine Doppelfritteuse. Hatte ich so auch noch nicht. Ich habe bis jetzt immer Einzelfritteusen. So, in der Verpackung befinden sich einmal ja, beiliegende Dokumente. Da schauen wir gleich rein. Dann haben wir hier das Netzkabel und ein Pappdeckel, der die Fritteuse sicher im Karton hält. So, mal gucken, wie wir das Ganze rausbekommen. Ich versuche das mal einfach rauszuheben. Ja, geht ganz gut. Gar nicht so schwer. So, Karton beiseite. Bisschen Platz machen. So, dann haben wir hier noch so eine Schutzhaube drüber. Ziehen wir mal ab. So, und da ist das gute Stück. Ja, sieht doch ganz gut aus. Modernes Design. Oben so ein bisschen, ja, sieht so ein bisschen carbonmäßig aus. Sieht schick aus. Einmal die Seite. Hier ist der Austritt für die Lüftung. Ja, gut. Die Fächer sind nochmal gesichert. Das kenne ich so auch von den anderen Fritteusen, die ich hatte. Schauen wir mal in den beiliegenden Dokumenten nach. So, da haben wir als erstes einen Zettel mit QR-Code und Anleitung, wie wir uns eine App runterladen können. Das werden wir auch machen. Dann haben wir Sicherheitshinweise. Ja, wo es heiß ist, dass man kein Öl reinmachen soll, reinkippen soll und so. Ja. Dann einmal ein Bedienerhandbuch. In verschiedenen Sprachen, das ist gut. Oh, und ein Rezeptheft. Oh, mit Haufen Rezepten. Oder Anleitung, Anleitung. Ah, ja. Welche Zeiten, genau, wie lange. Das ist ja ganz nett. Dann hat man so einen kleinen Anhaltspunkt. Gerade als Anfänger ganz gut. Und eine Registrierungskarte. So, schauen wir uns die Fritteuse nochmal weiter an. Hier sind die einzelnen Schubfächer. Unterwärts liegt noch eine Pappe zum Schutz. Im Schubfach haben wir hier so eine Crispy-Platte. Die können wir rausnehmen. Die ist auch gut geschützt mit so Gummi-Einsätzen am Rand, hier an jeder Ecke, so dass man auch nichts zerkratzen kann. Und kann man auch bei nicht gebrauchten rausnehmen. Und schön ist halt hier auch, man hat keinen separaten Korb. Also man kann das auch wunderbar als, ja, als kleine Auflaufform benutzen. Ja, ganz schick. So, das andere Fach sieht gar nicht genauso aus. Hier auch wieder die Pappe unter. Auch wieder die Crispy-Platte entnehmbar. Am Anfang ein bisschen schwergängig, aber das wird sich noch ja, bessern. Das war bei meinen anderen Fritteusen auch ein bisschen schwergängig. So, schauen wir nochmal rein. Hier haben wir die zwei separaten Heizspiralen. Für jedes Fach eine. Und unten einfach nur eine Bodenplatte. Also unten haben wir keine Heizspirale. So, dann starten wir mal die Fritteuse. Wir haben zwei Körbe, eine linke Seite und eine rechte Seite. Und die beiden Körbe sind jetzt miteinander quasi, ja, verbunden. So, beide Körbe zeigen an. 200 Grad. Oben haben wir verschiedene Funktionen. Links können wir den Temperaturbereich einstellen und rechts können wir die Zeit einstellen. Wenn wir jetzt die Temperatur verstellen, dann sehen wir, dass sich beide Körbe, ja, anpassen. Dasselbe gilt auch für die Zeit. So, das ist jetzt das Programm, das halt beides miteinander verbunden ist. Folgende voreingestellte Programme gibt es vorweg. Es gibt ein Pommes-Programm, ein Hähnchen-Programm,
Fischprogramm, ein Kuchen- oder Backprogramm, ein Gemüseprogramm und ein Dörrprogramm. Natürlich können wir die Programme separat immer noch anpassen, hier zum Beispiel die Temperatur verändern oder auch die Zeit. Und es gibt auch noch eine Vorheizfunktion. Das Schöne jetzt bei dieser Zweierfritteuse ist, man hat auch noch die Möglichkeit, zwei verschiedene Speisen gleichzeitig zuzubereiten und er matcht das automatisch, dass es gleichzeitig fertig wird. Das zeige ich euch einmal. Zum Beispiel im linken Korb wollen wir Pommes machen. 200 Grad, 20 Minuten. Im rechten Korb wollen wir jetzt zum Beispiel Hähnchen machen. Da zeigt er an, 200 Grad, 25 Minuten. So, das können wir auch noch anpassen, indem ich die Temperatur zum Beispiel beim Hähnchen auf 180 Grad stelle. So, und wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann matcht er das zusammen. Und jetzt wird er es so zubereiten, dass das Essen gleichzeitig fertig wird. Vor dem ersten Gebrauch steht in der Anleitung noch, dass man die einzelnen Behälter und Einsätze mit heißem Aprilwasser reinigen soll. Das habe ich schon mal gemacht. Ich werde aber nochmal die Fritteuse für 20 Minuten oder 30 Minuten auf höchster Einstellung nochmal leer laufen lassen, weil die am Anfang immer so ein bisschen unangenehm riechen können. Ja, wenn das bei euch auch der Fall sein sollte, empfehle ich das vielleicht auf den Balkon zu stellen oder so, weil, oder ja, unter der Dunstabzugshaube, dass das nicht so riecht. Das mache ich auch bei jedem Gerät. Sicher ist sicher. So, ich habe das App installiert. Leider musste ich feststellen bei der Installation des Apps, wenn ich hier auf Küchengeräte gehe, dass nur die Auswahl K10 als Fritteuse ist und noch nicht K20. Ich nehme an, weil die Fritteuse noch neu ist. Ist das noch nicht, aber das wird sicher noch vom Hersteller nachgeholt. Aber schade. Nun wollen wir auch das Ganze mal testen. Ich habe mich jetzt für Hähnchenschenkel entschieden. Ich lege jetzt zwei Hähnchenschenkel hier rein. Wie man sieht, ist das Fach denn schon recht voll. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob man da ein Hähnchen reinbekommt. Vielleicht ein kleines, müsste man mal testen. Aber die Fritteuse ist auch eine kleinere. Dafür hat man halt zwei Fächer. Würde man jetzt nur Hähnchen machen, könnte man natürlich beide Fächer mit Hähnchen füllen, aber ich möchte auch separat nochmal Pommes zeigen. Ich möchte ja zwei Gerichte zeigen, die unterschiedliche Garzeiten haben, dass die gleichzeitig fertig werden. So, im zweiten Fritteusenkorb legen wir nun Pommes rein. Da gebe ich jetzt eine halbe Tüte TK-Pommes zu. So, das sieht doch gut aus. Und rein damit. So, jetzt programmieren wir unsere Fritteuse. So, im linken Fach haben wir ja die Hähnchen drinne. Da stellen wir auf Hähnchenprogramm. Da gibt er jetzt vor 200 Grad, 25 Minuten. Das lassen wir mal so. Und rechts wollen wir Pommes haben. Da gibt er an 200 Grad und 20 Minuten. So, jetzt matchen wir das gleich noch. Wie war das nochmal? Ja, die Taste genau. So, jetzt ist er miteinander verbunden. Jetzt starten wir. Jetzt sehen wir das linke Fach, was länger braucht. Also unser Hähnchen, das startet schon mal und das andere Fach mit den Pommes, das ja, ist auf Warteposition. So, jetzt müsste gleich das Pommesfach starten. Ja, wie man sieht, startet das gut automatisch selber. Und jetzt läuft die Zeit bis zum Ende ab. Schauen wir mal nach der Hälfte der Zeit nach. Sicher ist sicher. Ja, Hähnchen sehen okay aus. Ja, da ist schon gut was los. So, Pommes gucken wir auch noch nach. Die sehen auch schon gut aus. Ob man die jetzt schütteln muss? Ich schüttel einfach mal. Schaden tut's nicht. So, schnell gemacht. Und er geht wieder weiter. Ja, wunderbar. So, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt geht er ja nochmal in... ein Kühlmodus, okay, ein Kühlmodus macht er jetzt. Der dauert auch nur ein paar Sekunden. Jetzt sagt er, ist zu Ende und jetzt können wir die Speisen entnehmen. Machen wir erst die Pommes. Oh, die sehen gut aus. Schön knusprig geworden. Geben wir mal eine Schüssel. Ja. Die sehen doch gut aus. So, nochmal würzen. Ein bisschen Paprika gebe ich daran. Ein bisschen Salz und dann soll das schon reichen.
Hört ihr, wie knusprig die sind? Das ist schön. So, jetzt ein paar auf den Teller. Hier hat man eine bei, die ein bisschen dunkel geworden ist. Gut, das hat man immer. So, ich mache mal die Hälfte der Menge auf den Teller, dass ihr etwa seht, wie viel das nochmal war. Also jetzt habe ich die Hälfte drauf. Die andere Hälfte kommt gleich auf einen anderen Teller. So, entnehmen wir mal unser Hähnchen. Das sieht auch gut aus. Gut, ein bisschen dunkel an ein, zwei Stellen, aber das ist, wo das Gewürz wohl drauf war. Oft sind da ein paar Kräuter denn drauf und die verbrennen dann natürlich, wenn das zu nah am, ja, an der Hitze dran ist. Aber das soll jetzt nicht stören. Sieht gut aus. So, schneiden wir das Ganze kurz nochmal an, ob das Hähnchen gut ist. Aber das sieht auch alles gut aus, ja. Das ist gut. Ja, mein Fazit zu dieser Fritteuse ist recht positiv. Für uns wäre die jetzt nicht so geeignet, weil wir wirklich zwei gute Esser sind und die wäre für uns einfach zu klein. Aber für mich persönlich ist das die perfekte, ja, Single-Fritteuse. Für jemand, der sich mal eben zwei verschiedene Speisen machen möchte, die verschiedene Garzeiten haben, das, ja, managt die Fritteuse sehr, sehr gut. Und da reicht auch das Volumen für aus. Natürlich kann man jetzt auch eine größere Menge zum Beispiel Pommes machen. Ich hätte noch mehr reinpacken können als Fach. Und in den linken Fach hätte ich auch noch mal Pommes reinmachen können. Dann kann man auch eine größere Menge machen. Aber ich glaube, die Stärke ist eher bei dieser Fritteuse, ja, dass man halt zwei verschiedene Speisen gleichzeitig zubereiten kann. Und die halt auf den Punkt genau fertig werden. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Unter dem Video verlinke ich euch noch einen Link zu dieser Fritteuse und andere nützliche Tipps und Infos. Ja, schaut doch gerne mal rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.